Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Control mit mir, dem Ralf. Und in der letzten Folge, da haben wir das Glücksrätsel gelöst und haben den Fungus gefunden. Also den. Oh, ja, genau. Den Fungus verwurzelten Bereich. Alter, die Viecher sind krass. Oh, da haben wir wieder eins. Hab dich. Bin nur noch drei. Wir sollen nämlich, um tiefer reinzukommen, brauchen wir Proben. Suchen wir jetzt mal. Oder immer noch. Oh, ein Safe Point. Jawohl. Wenn ich dann verreck, muss ich nicht mehr so weit laufen. Sehr gut. Aber die Verschiebung ist deshalb nicht aufgehoben. Karte gibt es hierfür keine. Was ich schade finde. Naja. Gehen wir mal weiter. Hier war ich doch gerade. Ach, hier geht's auch noch. Was? Wo? Wer? Hallo? Im Nahkampf ist es besser. Eine von Underhills Proben. Oh, nice. Ja gut, dann machen wir das lieber übers Menü. Raumverschiebungen passieren zufällig und ohne Warnung. Doch die hochmoderne Technologie der Behörde ermöglicht die Stabilisierung am Ältestenhaus. Sichere Mitarbeiter sind glückliche Mitarbeiter. Gewisse Rituale ermöglichen es Agenten auch, das Ältestenhaus zu navigieren. Aber Unfälle können passieren. Agenten werden gefangen in den Wänden. Wie ich höre, warst du 3 Tage lang in deiner Wandtaufe. Und du hattest nicht mal dein Buch dabei. Oder Futter. Und denk dran, Kinder, wenn der Boden sich verändert, ist es schon viel zu spät. Alter, ich finde das immer so creepy, unheimlich.
Pinker Flamingo. Okay. Agenten bemerken eine Person ohne festen Wohnsitz, die für gewöhnlich außerhalb der Hauptquartiers der Behörde zu finden war. Das Objekt bei sich trug und laut verkündete, dass sie für den Mangel an ungünstigem Wetter verantwortlich war. Die Häufigkeit dieser Behauptung zog die Aufmerksamkeit von Dr. Darling persönlich auf sich. Im Interviews, die als zu ungezwungene Gespräche getarnt waren, berichtete die Person, dass das Objekt mir bei Hitze Wolken bescherte und Sonne, wenn der Regen plärrte. Ein bemerkenswertes Ereignis trug sich während schwerer Regenfälle zu, als der Vagabund dabei beobachtet wurde, wie er möglicherweise ein Ritual mit dem Objekt abhielt. Dr. Darling berichtete von einer sekündigen Wartezeit, bis der Regen aufhörte. Der Vagabund wurde am darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen. Konnte kein festgestellt werden, sodass er freigelassen wurde. Das Objekt blieb aufgrund des Verdachtes auf gewandelte Eigenschaften in der Behörde unter Verschluss. Obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde, keine bekannte Abwandlung einer Identifizierungsformel hat bei dem Objekt bisher eine Reaktion ausgelöst. Ja. So, dann haben wir hier das. Fehlen noch zwei. Eins kriegt man bestimmt hier unten. Oben vielleicht. Hallo, Günther. Legt Licht. Ja, okay. Dann mit dem Ring rum. Nee. Ah. Oh. Huch. Den Weg habe ich völlig übersehen. Wir haben im Kreis gelaufen. Fuck. Kommen die einfach aus den Wänden raus? Im Klo. Ja, geht. Dafür schuldet mir Underhill was. Alle dem Lot auf dem Klo. Da hoch. Genau. Boah, du Wichser. Alter, die sind so krass, die Viecher. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ah ja, jetzt spawnen wir hier. Müssen nur noch zwei finden. Oh. Die sieht doch gut aus. Dann haben wir alle. Jawohl. Das sind alle 5 Proben. Ich sollte sie zu Underhill bringen. Jawohl. Ich würde jetzt gern da zurückfliegen. Ich kann leider noch nicht fliegen. Ich will ja nicht fliegen können. Ich weiß, dass es hier Fliegen irgendwann gibt. Für mich hat. Ach, echt? Ich habe alle 5 gefunden, aber sie sahen so appetitlich aus. Ja, so wirkt der Fungus auf manche Menschen. Vermutlich, weil er nicht wirklich ein Fungus ist.
Er ist nicht mal aus unserer Dimension. Ich vermute, er resultiert aus der Mischung zweier inkompatibler Molekularstrukturen. Eine davon dominant. Fungus nenne ich ihn nur, weil er in Aussehen und Verhalten am ehesten einem Pilz entspricht. Oder vielleicht Bakterien. Sie erinnert mich an meine alte Biolehrerin. Haben Sie noch weitere Mitglieder meiner Rangerwache getroffen? Da waren keine Ranger, nur wandelnde Fungi-Leute. Es sei denn... Ja, diese wandelnden Fungi waren meine Ranger. Ich bezeichne diese Kreaturen als Wirte. Sie und andere unvorsichtige Agenten haben ihrem Hunger nachgegeben. Aber darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Pille, die ich aus diesen Proben herstelle, macht die Durchquerung der unteren Ebenen vollkommen sicher. Und sie immunisiert zusätzlich gegen die giftigen Sporen der Grube. Nun trollen Sie sich. Ich muss weiter. Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der infizierten Bereiche. Was heißt, ihr gibt Zeit? Wie viel denn? Trainingshinderniskurs. Seien Sie vorsichtig, Ma'am. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen, ohne zuerst mit Underhill zu sprechen. Selbst da. Ja, ja, bla bla. Wie komme ich jetzt wieder raus? Kann ich das in Gang setzen? Ah. Jawohl. Gott, wir haben Strom. Alter, die Verzögerung geht mir manchmal auf den Sack. Gekillt. Naja. Kann ich ein bisschen schnell reisen. Wo ist denn das Trainingslager?
Oh. Da ist das Trainingslager. Wie komme ich da hin? Da war doch eine rote Dings davor. Jetzt sind wir hier. Ich vergesse immer, welche Taste das ist. Wenn ich hatte. Okay. Wie komme ich in die zentrale Wartung? Da will ich eigentlich auch nicht hin. Schau mal dahin. Wo habe ich jetzt verklickt? Immer hier. Ich glaube, hier komme ich einfacher wieder zurück. Ja, bla. Bin ich hier? Zentrale Wartung. Lass doch sein. Ich komme hier immer noch nicht rein. Da müsste ich rein für den Tresor. Ich würde ja gerne den Trainingskurs untersuchen, aber ich komme ja da nicht rein. Naja, hilft nichts. Dann muss man die normale. Die normale Story weitermachen. Wir haben zum Glück den Aufzug. Da durften wir in die Dings kommen. Isolationsabteilung. Ui. Der Isolationssektor. Sphernopticon. Gewandelte Gegenstände.
Hochsicherheitsgefängnis. Gefährlich. Okay. Im Wechsel immer wieder die Menüs, egal wie oft. Der Isolationssektor, das Panoptikon, beherbergt die gewandelten Objekte, die wir finden und aufbewahren. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis und ein Safe für die wertvollsten Schätze der Welt. Ein Pulverfass, das die Welt vernichten. Ein Tempel gefüllt mit Götzenbildern zorniger Götter. Es ist alles und nichts davon. Profunder, unglaublich, unergründlich. Es ist etwas Schlimmeres. Gewandelte Objekte. Wir haben viele gefunden. Sie wirken gewöhnlich, aber sind alles andere als das. Sie sind alle mächtig und gefährlich. Sie beherrschen unsere Gedanken. Das ist ihre Natur. Sie wurden gewandelt, weil wir nicht aufhören können, an sie zu denken. Wir stellen sie auf Altäre, weil sie erwarten, angebetet zu werden. Das beruhigt sie. Wir verschließen sie, aber sie lassen sich nicht gern kontrollieren. Wir studieren sie, um sie zu verstehen. Sollte dies hier je öffentlich werden, wäre ein Chaos biblischen Ausmaßes die Folge. Ui. Werde ich zugetextet? Mein Gott. Kann ich gerade nicht abbrechen. Ich dachte, hier kommt noch ein Video. Fliegen die Dinger. Da, fuck. War jetzt stressig. Oh, hier gibt's auch viele geheime Orte. Nö. Nö.
Aua! Jawohl! Gott. Das war stressig. Okay. Das sieht cool aus. Erstmal die nähere Umgebung begutachten. Ein Treppenhaus. Ich glaube, ich flippe aus. Bitte. Okay. Das ist ja so ein Flugterminal. Security. Ist die Tür offen? Warum ist hier die Tür offen? Okay. Aber für mich macht es jetzt gerade keinen Sinn, hier groß weiterzumachen. Weil ich jetzt eh mit der wir können upgraden unsere Waffen. Na, endlich. Dann macht das mal Sinn. Upgrade für die Waffen. Naja. In diesem Sinne sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann müsst ihr ja liken und subscriben. Du weißt, wenn ihr noch nicht mehr getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns abgeht. Habt ihr noch den Twitter-Account für Dennis, den ihr einen Follow reindrücken könnt und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet, solltet ihr eigentlich für das Safe sein und immer mitbekommen, wann wo was bei uns abgeht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge und tschüssi!